Peace, Freunde! Was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Lange, lange ist es her, um genau zu sein, ein Monat ist es jetzt her, dass mein letztes Video online kam. Aber, ja gut, habe ich gesagt. Nein, es kam echt wirklich viel dazwischen. Ich hatte viel Arbeiten, viel Stress in der Schule. Habe jetzt auch meinen Führerschein voll fertig gemacht, habe ihn jetzt auch endlich bestanden. Wow! Manche, die mir auf Twitch folgen, wissen schon, was für ein Dilemma ich da hatte. Meine Prüfung wurde zweimal abgesagt. Mein Antrag, der durchgehen musste, hat 12 Wochen gedauert. Das ist aber auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, kann ich dazu auch gerne mal noch ein Video darüber machen, wie alles verlaufen ist mit meinem Führerschein. Aber ich denke, das werden wir dann auf meinem Motorrad machen. Ja, dies ist aber jetzt ein ganz anderes Video. Und zwar geht es heute um mein Motovlog-Setup. Ja, Leute. Falls ihr es noch nicht wisst, es kommen jetzt ab jetzt Motovlogs online und alles mögliche, was rund ums Motorrad geht. Ich habe unendlich viel Bock, habe ja wie gesagt jetzt endlich meinen Führerschein bestanden und ja, ich will euch aber jetzt hier nicht komplett zuquatschen, weil ihr habt wahrscheinlich nur aus einem Grund auf das Video geklickt und zwar um mein Motovlog-Setup zu sehen und genau um das geht's jetzt und dafür wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Haut rein, viel Spaß mit dem Video. So, wie ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, ich habe mir die Hero 8 gekauft. Warum ich mich für die entschieden habe, einfach wegen dem Hypersmooth 2.0, auch weil sie einfach gerade reduziert war und einfach noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten hat, wie die Hero 7 Black. Da war ich auch erst überlegen, ob ich mir die Hero 7 Black hole, habe mich dann doch, wie gesagt, für die Hero 8 entschieden. Einfach auch, weil man an die Hero 8 auch einen Media-Mod anschließen kann, was am Ende des Videos oder bisschen weit hinten am Video, was ich euch natürlich auch noch zeigen werde. Ja, ihr seht ja gerade noch, was alles dabei war. Ein Originalkabel, ein Akku und ein GoPro-Mount. Und ja, das war's dann eigentlich auch mit der Kamera. Ich zeige euch jetzt noch weiter, was ich mir noch gekauft habe dazu. So, wie ihr jetzt gerade noch seht, ich habe mir vom Mediamarkt eine 128 GB MicroSD-Karte geholt. Die SanDisk Ultra, nee, SanDisk Extreme, genau. 128 GB ist, glaube ich, schon nötig für Motovlogs, weil da schon einiges an Videolaufzeit dazukommt. Sprachenlernen. Bubble. Ich wollte eigentlich Aufnahmezeit sagen, aber ja gut, also ich weiß nicht, da ist mein Deutsch auf jeden Fall wieder kurz weg gewesen. So, ich habe mir noch was gekauft, das habe ich aber irgendwie, ich weiß nicht, warum ich die Datei nicht mehr habe. Ich glaube, das hat es irgendwie automatisch gelöscht oder so. Ich habe mir hier noch diesen Helm-Mount von GoPro bestellt. Das eine Teil ist hier, das ist mit so einem Kugellager. Das kannst du dann halt dementsprechend rumdrehen und so, wie du willst. Das kommt eigentlich nämlich an die Seite hin. Das ist eigentlich auch extra so ein Side-Mount. Das andere habe ich jetzt schon am Helm, wegen dem kann ich euch das jetzt gerade nicht zeigen. Aber ihr werdet es ja auf jeden Fall nachher in dem Video sehen. Ich wollte euch das nur nochmal kurz zeigen. Wie gesagt, weil ich habe es leider irgendwie die Datei gelöscht oder keine Ahnung, was mit der Datei passiert ist. So, wie ihr jetzt im nächsten Video seht, habe ich mir nochmal zwei Sachen bestellt. Und nein, das war noch nicht das letzte. Und zwar, wie ihr schon seht, ich habe mir drei Akkus gekauft für meine GoPro. Keine originalen Akkus, weil die originalen Akkus mir einfach zu teuer waren. So, was im nächsten Paket noch dabei war, war eine Schutzhülle und so Schutzfolien für das Display vorne, für die Linse und für das Display hinten, damit einfach die Kamera geschützt ist und keine kleinen Steinchen irgendwie dagegen fliegen und irgendwelche Sachen kaputt machen. So, wie ihr jetzt seht, ich habe mir noch drei Akkus dazu gekauft. Das sind keine originalen Akkus, wie ich vorher schon gesagt habe, weil die mir einfach zu teuer waren. Und ich mir Videos angeguckt habe und auch alles durchgelesen habe, dass die genauso gut funktionieren für die GoPro. Das werde ich euch dann auch nochmal im Nachhinein, wenn ich genau weiß, ob das wirklich funktioniert und wirklich passt, euch nochmal das dann auch sagen. Aber soweit passt alles rein, ist alles perfekt. Genau. Ja, da waren auf jeden Fall eine Ladestation noch dabei, ein Ladekabel und die drei Akkus. Ja. Simpel gehalten, aber tut, was es soll. War auch nicht so teuer. Bin auf jeden Fall bis jetzt damit sehr zufrieden. Und ja. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil. Und zwar, wie ich euch vorher schon gesagt habe, das oder der Media-Mod für die GoPro Hero 8. Ja, ich habe es mir gebraucht gekauft, weil ich gedacht habe, komm, ich guck mal. Und da habe ich eins gefunden, was günstiger war. Mit Garantie und was wirklich noch einmal nur benutzt wurde. Wie ihr seht, sieht echt immer noch sehr, sehr gut aus.
Ja, dann habe ich alles einfach an die GoPro dran gesteckt. Wie ihr auch jetzt hier im Video seht, da habe ich ein bisschen fett gefingert, weil ich es irgendwie nicht hingekriegt habe, das richtig aufzumachen. Obwohl das eigentlich ziemlich simpel war. Was kannst du eigentlich? So nach gefühlten 10 Minuten habe ich es dann auch geschafft. Dann musste man einfach nur noch die GoPro reinschieben und halt in das USB-C-Ding reinschieben, reinstecken, Klappe zumachen und schon ist es verbunden. Dann in den Einstellungen hat man auch gesehen, da konnte man dann nämlich einstellen, welches Mikrofon aktiviert werden soll, weil das vorne links oben ist ja auch schon ein Mikrofon, aber ich habe natürlich das externe Mikrofon eingestellt, weil ich das natürlich das haben will, was in meinem Helm ist. Und das zeige ich euch jetzt. So, jetzt will ich euch auf jeden Fall erstmal zeigen, wie ich jetzt alles überhaupt an meinem Helm befestigt habe. Also, erstmal habe ich den Scorpion AXD1. Ich glaube, so heißt er. Wenn nicht, ich blende es euch hier nochmal ein, auf jeden Fall, wie der heißt. Es ist ein Enduro-Klapphelm. Viele werden sich wahrscheinlich denken, what the fuck? Warum holt er sich einen Klapphelm? Ja, grundsätzlich habe ich mich dafür entschieden, einfach weil ich Brillenträger bin, besser mit Visier. Und weil es einfach eine Mischung zum Crosshelm ist. Ich werde wahrscheinlich so oder so früher oder später einen Crosshelm holen. Aber jetzt erstmal habe ich mir den geholt, einfach weil er praktischer ist. Da ich halt auch fast blind auf einem Auge bin, also ich sehe auf einem Auge nur noch 30%. Und da es ein relativ großes Visier ist, habe ich mich dafür entschieden, damit ich ein besseres Sichtfeld habe. Und nicht irgendwie noch mehr Benachteiligung habe, wie bei einer Crossbrille, weil da siehst du ja auch weniger. Auf jeden Fall, ja, ich habe... Oh, das habe ich kurz vergessen zu holen. Sonne, und zwar... Ich zeige euch das jetzt einfach mal hier kurz, wie ich das jetzt hier vorne befestigt habe. Am Anfang war am Helm das hier vorne dran. Das ist einfach so eine Lüftung, Lüftung. Bin einfach, ganz einfach, unten drunter, das ist jetzt, wenn das hier der Helm ist, war das hier so dran. Bin unten drunter mit einem Schraubenzieher, zack, rausgeklippt, easy rausgegangen. Dann habe ich die Fläche, wo ich das draufgeklebt habe, einfach, geputzt könnt ihr mit irgendeiner Spirituose, also mit irgendwie Alkohol oder Nagellack entfernen oder sowas. Habe ich das schön geputzt, damit die gute die Klebefläche gut hält. Habe ein GoPro-Ding hingeklebt. Das ist außerdem der GoPro-Mount, den ich euch gesagt habe, der noch bei dem Set dabei war, was ich gekauft habe. Habe den reingesteckt und ja, schon fertig war es eigentlich. Hält auf jeden Fall und... Ja, ich werde euch jetzt nochmal kurz zeigen, wie das jetzt aussieht, wenn die GoPro drauf ist. Dann werden wir natürlich noch einen kurzen Audio-Check machen, beziehungsweise ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich das Mikrofon da drin verlegt habe. Und nicht wundern, warum ich hier ein bisschen These habe. Hier oben, hier war ja jetzt die Lüftung frei und ich habe da jetzt so ein bisschen Schaumstoff reingesteckt und dann halt mit Tesa bis jetzt noch drüber geklebt, damit es halt nicht rausfällt und damit halt nicht zu viel Wind dann da reinkommt. Da muss ich mir bestimmt noch irgendwas anderes einfallen lassen, weil die Motorradfahrer unter euch denken sich wahrscheinlich auch so, Digga, bist du komplett behindert? So, ich zeige euch das jetzt hier nochmal vom Nahen. Ich hoffe, ihr könnt mich auch einigermaßen hören. Wie gesagt, ich habe jetzt hier diesen GoPro-Mount dann einfach reingemacht. Darunter ist so ein gerader Pad mit einem 3M-Klebeband. Klebepad, das sind die ganz normalen Originalen von GoPro. Einfach draufgeklebt. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Mikrofon. So. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt es jetzt hier sehen. Oh Gott, es ist ein bisschen dunkel. Wie mache ich das jetzt am besten, damit ihr das hier auch seht? So, ich habe jetzt einfach mal kurz meine Handytaschenlampe angemacht und hoffe, dass ihr es jetzt so sieht. Seht. Ja, so, jetzt müssen wir es hier mal reinblenden. Jetzt filme ich mein Handy. Starkrig. So, Jasitle. So, wie ihr seht, ich habe mir so einen eigenen Popschutz gebastelt, weil ich noch sowas, so Zeug halt übrig hatte. Dann habe ich ganz einfach das Kabel hier reingetan, habe das mit Panzertape ein bisschen befestigt. Perfekt vorne an den Mund. Wie gesagt, ich mache jetzt gleich auch noch einen Soundtest. Und ja, genau, das Kabel, den Rest, der hängt noch hier draußen rum. Den, da muss ich mir auch noch irgendeine Lösung finden, aber den bis jetzt hänge ich das einfach hier rum. So, genau. So, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie es dann einfach aussieht, wenn ich die GoPro auf den Mount draufschraube. Ganz einfach, die Klappen unten ausklappen, auf das Gelenk drauf zuschrauben und dann ist sie auch schon fest. Dann einfach noch hinten das Kabel natürlich einstecken und dann war's es. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt beim Soundcheck. So, das ist jetzt hier ein kurzer Soundcheck. Was geht? Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich hoffe, es funktioniert natürlich alles. Ich habe die Cam jetzt einfach gerade noch ein bisschen weiter nach unten gefilmt.
Ja, weil mein Zimmer erstens nicht aufgeräumt ist und zweitens man mich am besten jetzt so nicht sieht, weil ich aussehe wie ein Spast. Ja, einen richtigen Test kann ich jetzt leider noch nicht machen. Wie gesagt, mein Motorrad ist leider noch nicht da, obwohl das habe ich eigentlich noch gar nicht gesagt. Auf jeden Fall, mein Motorrad ist leider nicht da. Das kommt erst am Freitag. Das heißt, jetzt nochmal eine Woche warten und dann werdet ihr es natürlich sehen. Das heißt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst jetzt unbedingt ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video. Und das wird wahrscheinlich Bikeporn oder irgendwie sowas sein. Also spätestens nächste Woche. Schaltet wieder ein, haut rein und.